Das Wasserbett- und Schlafcenter zum 29. Mal bereits an der MUBA, an der diesjährigen. Beat, du schwelgst ein bisschen Nostalgie, habe ich gemerkt. Ja, mir blutet ein bisschen das Herz. Es ist eine lange Tradition und ich habe wirklich ein bisschen Probleme, dass es fertig ist. Wir hatten viele schöne Kundenkontakte die letzten Jahre und immer tolle Produkte präsentieren. Wir hatten die Hersteller immer im Boot. Das ist etwas, das einfach verloren geht. Und das müssen sie noch mal erleben. Die Leute sollen jetzt einfach noch mal kommen und zeigen, dass es nicht an den Leuten liegt, sondern am Management von mir aus oder an der Zeit. Aber die Leute sollen noch mal kommen und das Feeling spüren und leben. Und es geht nicht ums Kaufen, sondern es geht ums Spüren, ums Sehen. Wir haben tolle Wasserbett-Innovationen. Wir haben Trovivo hier als grosser Schweizer Hersteller. Wir haben unsere eigenen Innovationen hier. Wir haben Pflegebettsysteme hier. Wir haben alles. Also kommt, schaut, geniessen und tauchen in die Atmosphäre von dieser MUBA, von dieser Tradition, von der Mutter aller Messen. Das ist halt wirklich die Mutter aller Messen gesehen und wird es für mich immer sein. Und es gibt keine zweite. Und kommt, schaut, geniessen, tauchen ein, was hier passiert und werdet Teil davon, von dieser Geschichte. Super, da habe ich nichts mehr beizufügen, da haben Sie gehört, ansaugen.